Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich wie immer ein wenig Black Ops spielen. Ich muss kurz das Mikro mal ein wenig richten hier. So. Wir spielen eine Runde Fraktur auf Breach. Habe ich noch nie gemocht, aber egal. Fraktur. Nehmt die Dateien und bringt sie zur Position der. Ich habe ganz schön hohe Empfindlichkeit, glaube ich. Meine Güte, das leckt aber ganz schön hier. Aber warum leckt das denn so? Den haben wir. Ja, fängt schon mal scheiße an. Fraktur, ich weiß gar nicht, ob ihr den Modus kennt. Also es leckt ja wirklich so ultimativ. Ich glaube, ich nehme mal die Kuda. Fast tot? Ah, der Typ, den hole ich noch, komm. Nee, natürlich nicht. Also es leckt ja wirklich so ultimativ. Nee. Also ich muss irgendeine andere Waffe nehmen. Ey Mann, warum leckt es denn so? Klar, dass die 400 zu 0 führen, wenn... Oh. Also, ihr sitzt in der Ecke. Ich hab 3 zu 6. Sag mal, kann es mal aufhören, so ultimativ zu lecken? Digi haben 1 Million Einkommen durch dieses Spiel. Kriegen es nicht hin, mehr vernünftige Server oder so zu stellen wie bei Halo. Ja, der steht da oben im Fenster, aber da kann ich nichts machen. Jetzt komm, jetzt nimm die Scheiße. Och man, guck mal. Egal, da weißt du. Ja, egal, ich sag jetzt mal Road to Positive, ne? Sag mal, was ist denn hier los? 5 zu 9. Der Leck des Jahres. Nee, also es leckt ja wirklich so fürchterlich. Ganz ehrlich, Leute, also ich sage jetzt mal, es liegt nur zu 50% an meiner Leistung. Oh Gott, was ist denn das eigentlich hier? Achtung, feindliches verstärktes Geschütz. Feindlicher Hellstorm über uns. Ach so, ich dachte, das Geschütz schaut in die andere Richtung. Ja, 14 zu 42, das ist schon eine gute Runde, also. Kann ich mich nicht beschweren. Feindlicher Geist im Operationsgebiet. Tot, pass auf, 3, 2, 1.
Nein, super, jetzt haben die einen Geist. Was ist denn hier los? Mann. Ich trau mich gar nicht mehr raus. Verbündeter Geist im Operationsgebiet. Feindliche Drohne nähert sich. Komm, den können wir noch zerstören hier. Ach, ich war das noch nicht mal. Ja, super. Jetzt haben wir auch einen Geist oder was? Also wirklich, es laggt ja so ultimativ. Keine Ahnung, wo die spawnen. Guck mal, ich sehe nix. Ja, natürlich jetzt, weißt du, jetzt wo... Egal. Tut mir leid, dass ich immer so laut atme. Ach man, komm schon. Voto positive. Ist so traurig. Ne? Ich wirklich glaube, ich nehme das Leben. Habt ihr gesehen, das war mein Aim. Hey, komm schon, Alter. Warum mich? Ich stehe dahinter, Alter. Komm, 2 Kills. Jetzt kommt nochmal die Frakturposition wurde mal, als ob ich jetzt vom Fallen gestorben bin. Ne? Das kann ja wohl nicht sein. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Das ist ein Gegner. Sag mal, habt ihr das gecheckt? Ich hab's nicht gecheckt. Oh, was war das denn? Ja, allerdings, grässliche Leistung. Ich hasse Black Ops 3. Ich hasse es. Reaper zerstört. Vielleicht solltet ihr nächstes Mal ausgebildete Truppen schicken. Harte Runde. Jetzt spielen wir eine Runde Team Deathmatch auf Infection. Ich habe wie immer die Sense mit am Start. Bio3 ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Vor ein paar Tagen hat Optik tatsächlich die World Champs mal gewonnen. Ich glaube, damit sind sie die einzigen, die zweimal gewonnen haben. In MW3 haben die gewonnen. In Black Ops 2 hat, glaube ich, Fariko gewonnen. In BO
3 Envy in Advanced Warfare Denial. Also es gewinnt, irgendwie ist das wirklich immer wie Champions League. Es gewinnt immer irgendwer, den man nicht rechnet. Irgendwie rechnen natürlich alle immer mit Optik. Das ist so ein bisschen wie Bayern, die auch immer ins Halbfinale kommen, aber dieses Mal haben sie es tatsächlich wirklich geschafft. Ich werde jetzt versuchen, total defensiv und intelligent zu spielen, also alles, was nicht meine Werte sind. Hey, bin ich blöd? Ich dachte, ich war mir absolut sicher, dass das ein Gegner ist. So, ja, das war auch einer. Sag mal, was ist das denn für ein Anfang? Nee, also ich stelle mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr an solche Spots, wo man gesniped werden kann, das ist klar. Ich glaube, wir sind alle in diesem Spawn. Ich schau mal hier außen. Was ist denn das? Alter, ich glaube, ich spiele auch gleich mit Manowar. Habt ihr das gesehen? Bitte, spult jetzt, genau jetzt spult ihr nochmal zurück. Also, ich weiß nicht, ob ich nicht richtig zählen kann, aber ich meine, das waren 3 Bursts. Also dieser Typ, ne? Das ist der geilste Typ aller Zeiten. Egal. Hier, so solltet ihr M8 normalerweise killen. Feindliche Drohne gesichtet. Boah, ich dachte schon, ey. Sag mal, dieser Typ. Ich bin so ein schlechter Call of Duty Spieler, ne? Ein Glück, dass ich jetzt weitermache mit Skyrim. Ich kann nichts, ich hab nichts gelernt. Immerhin kann ich diesen Typen noch holen. Das war aber auch nochmal so mein Lebenswerk, würde ich sagen, so meine Lebensaufgabe, diesen Typ nochmal zu holen. Bitte jetzt töte ihn doch. Guck mal, die Teammates sind auch alle noch schlechter als die Polizei drauf. Aber wo sind denn die Gegner? Sag mal, wie häufig soll ich denn noch gesniped werden in diesem Game? Habe ich endlich mal gecheckt, dass das ein Gegner war. Das war eine gute Aktion. Ich gehe einfach zurück. So hart hier für mich. Nice. Nee, da traue ich mich nicht.
Ja, das läuft doch. Sag mal wirklich dieser Sniper, ne? Was ist denn los mit dem? Also ich muss wirklich aufhören, den die ganze Zeit immer zu challengen. Ich sterbe einfach die ganze Zeit. Nur durch diese Sniper. Aber ich sehe die auch immer so schlecht. Ja, der wird jetzt gekillt, der Arme. Meine Güte. Ganz schön viel los hier. Ja klar, ne, kaum bin ich weg, kaum bin ich da, ist nichts mehr los. Der Sieg leitet uns aus den Händen, legt zu. Och Mann, den hätte ich noch holen sollen. Guck mal, wie können wir denn schon wieder so scheiße sein? Ist aber auch nicht nur so, dass ich scheiße bin, ich habe auch scheiß Teams. Gottes Willen, war das schon. Nee, jetzt hier nicht challengen. Weißt du, ich wusste, dass er kommt und trotzdem will ich ihn nicht. Guck mal, hat auch nur 80 Bursts gebraucht. Aufklärer eliminiert. Da kommt doch jetzt einer. Pass auf, 3, 2, 1. Guck mal, schöne Zweierquote, ich hab mal wieder die Szene rasiert. Ja, während der Rest hier nur rumgedödelt hat. Was haben die denn schon wieder? 15, 16, 11, 19, 8, 18, 4 zu 23, 4 zu 3. Also bei solchen Leuten, da frage ich mich auch, was machen die den ganzen Tag? Ich meine, 4 zu 23 sitzt er da und spielt ein altes COD auf der Xbox und ist noch nicht mal gut. So, wir spielen Team Deathmatch, wie immer auf Evac und ich habe auch wie immer die Sense dabei und jetzt die Frage, wie spiele ich denn? Also ich glaube, ich habe die Drohne mit dabei, auf der 1 die Drohne, auf der 2 der Harry und auf der 3 die Nuke. Nee, auf der 2 habe ich, glaube ich, den Cerberus oder doch Cerberus, also diese künstliche Intelligenz und dann hier noch... Als letztes habe ich, wie heißt denn der Käse eigentlich? Team Deathmatch. Ja, ich genau, ich glaube, ich habe da den Dingens dabei. Outrider unterwegs. Den, ne? Jetzt wisst ihr Bescheid, hör mal. Hier, den Ghost, den Geist. Ich werde mit der CUDA spielen, weil ich muss auch mal mit Schalldämpfer. Genau, mit Schalldämpfer sollte ich nämlich auch mal spielen, weil dann gehe ich am besten immer so auf kurze Distanz. Genau so. Weil, wenn man halt auf Streaks gehen will, dann sollte man auf keinen Fall erkannt bleiben. Ja, das war scheiße, die waren hinter mir und ich bin in sie reingelaufen. Sollte man auf keinen Fall erkannt bleiben und die Gegner rennen ja häufig zu den roten Punkten. Ich meine, ich renne ja auch immer, wenn ich sehe, da sind rote Punkte, renne ich ja auch immer hin. Feind am Boden.
Der ist weak. Och, was ist das denn schon wieder für ein Spawn? Der spawnt da. Ah. Ja, gut, ich hätte es mir denken sollen. Ich meine, Spawns sind auch immer gleich. Aber ich dachte mir, da wir da zu dritt oder zu zweit standen. Komm schon, ich habe jeden Schuss getroffen, Mann, das ist unfair. Ja, gut, der hat eine Langschusswaffe, ne? Guck mal, ist der komplett besoffen? Ich verpiss mich lieber, obwohl ich jeden Shot getroffen habe, gefühlt. Also wirklich, da hatte ich schon hohe Intelligenz, dass ich erkannt habe, wo die jetzt vermutlich sind. Aber feindliche Drohne gesichtet. Leider hatte ich keine Munition mehr. Das war ganz gut. Da ist der Triple. Da ist der Quad. Och man, ey, den hätte ich jetzt auch noch holen müssen. Das wäre zu nice gewesen, ey. Also sie sind definitiv in der Mitte, so viel kann ich schon mal sagen. Level 59. Wo ist der Typ? Och, ich hätte es ahnen müssen, dass ich in der Ecke stehen bleibe. Aber der Typ, ne, der hat auch wirklich die ganze Zeit Genetik. Ich habe den jetzt zweimal getroffen. Gottes Willen war das knapp. Ist der jetzt tot hier oder? Ich geh mal mit dem Teil hier außen rum. Ich weiß schon warum. Kommt schon. Kann hier noch einer rauskommen? Da ist die erste Streak des Videos, eine Drohne, mal. Also, da sieht das nochmal lebe, du. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ja, die haben leider auch eine Drohne. Drohne verlässt Einsatzgebiet.
Och Mann, ich hasse Sniper. Gottes Willen, das war ganz schön knapp. Muss mich kurz kratzen, tut mir leid. Ah, nice. Der Typ läuft einfach entspannt vorbei. Vielleicht hat er auch kein Headset an. Ja, nice. Es wird immer besser. 2,88er-Quote. Fast 3er. Ja, da hatte ich jetzt aber auch mal wirklich einen guten Mitspieler, der MH Lawson, der einfach die krasseste Connection aller Zeiten hat. Mit seiner scheiß Minowar. Krass, was der für einen Move macht. Ich da mit meinem goldenen, wie heißt der eigentlich? Boah, ich bin halt so fucking müde, Alter. Keine Ahnung. Schaut euch mal diesen Spielclip an, das ist wirklich der größte Fail aller Zeiten. Habt ihr gesehen? So, wir spielen eine Runde Team Deathmatch auf Exodus. Und ja, das haben wir schon länger nicht mehr gespielt. Außerdem spiele ich mal wieder mit der Weevil. Die kann man ja so ganz gut in Public spielen, Competitive eher nicht. Aber also wirklich, ne? In der ganzen Episode hab ich's ja mit den Snipern, ne? Pardon. Sag mal, was war denn das? Jetzt schauen wir uns das mal an. Es hat so geleckt. Ja, super, jetzt haben wir nur noch 4 Gegner und das sind die größten Abfucker aller Zeiten. Hey, ist das ein Hacker? Oder gibt's jetzt tatsächlich die AN94? Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Krass, das ist auch ein interessanter Spot. Nee, also jetzt will ich eine andere Waffe, das geht ja so nicht weiter hier. 1:5. Abgeschossen. Komm schon, zeigt euch. Sag mal, was ist denn hier los?
kommt schon. Ach, ich hätte es hören müssen. Mit seiner AN-94. Sag mal, ich wollte gerade sagen, was macht der Teammate denn da? Der steht direkt daneben. Wo sind denn die Gegner jetzt eigentlich? Verbündete Hellstorm unterwegs. Och man, was ist denn das immer? Also wirklich, die Leute sitzen ja auch nur noch rum. Ich meine, ich sitze ja schon rum. Normalerweise will ich hier rumrennen wie ein Geisteskranker. Sehr interessanter Kill von mir an dieser Stelle. Verstärktes Geschütz eingesetzt. Also wirklich, ich habe so Angst vor diesen Gegnern. Was ist denn mit denen? Die campen entweder irgendwie, die sind unberechenbar. Ich nehme jetzt einfach die VMP wieder. Spiele dann einfach eine Runde ganz entspannt. Weil, keine Ahnung, ey. Die Gegner muss man einfach mal mit Rushen überraschen. Och man, dann kommen diese 1000 Schüsse reingeflattert. Noch neutral so far. Wir gewinnen diesen Kampf. Aber nicht mehr lange. Weil ich jetzt rushen werde. Was mache ich denn hier? Verbündete Hellstorm unterwegs. Verbündeter Blitzschlag unterwegs. Jetzt haben wir die aber gut zerstört. Ja, und haben wir schon wieder positiv. Also es läuft ja wirklich wie sonst was. Komm, eine Runde lege ich noch dahinterher für euch. Aber ich habe mich gar nicht an mein Wort gehalten. Ich war gar nicht Number One. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich war zwar immer auf dem Treppchen sozusagen, aber ich war bis jetzt nur zweimal, glaube ich, auf dem Platz 1.
falschen Daten empfangen. Berechne optimalen Weg. Folge meiner Spur aus Leichen. Alle CDP-Einheiten liquidieren. So, wir spielen noch eine Runde auf meiner Lieblings-Mat. War gut, ne? Ja, fängt schon genauso an, wie ich es erwartet hatte. Ne, komm, scheiß drauf. Ich gehe einfach mit BMP. Ich starte einfach mit der VMP und rush einfach die ganze Zeit rum wie ein ganzes Konzert. Ja, machen wir so. Machen wir so, okay. Ja. Alter, was ist denn hier los, Mann? Ach Mann, ey, weißt du, das ist wieder so ein typischer Nuke-Drohne. Ja, was denkt der auch, wenn er in unserem Spawn rumläuft? Wobei, was ist denn heutzutage noch unser Spawn? Warte. Alter. Alle sterben, keiner kann irgendwas. Ja, die zwei wollte ich wenigstens noch kriegen, komm. Geh mal mit dem Teil hier rein. So. Ja, wunderbar, da ist der Orbi vom Gegner, jetzt läuft's doch richtig hier. Da habe ich ihn auch direkt schon umgebracht. Guck mal, ich habe jeden Schuss getroffen, weißt du, was soll ich machen? Ah, schon wieder einer mit einem SMC, das ist aber witzig. Oh, was soll denn das? Oder gibt's jetzt mittlerweile MSMC? Feindliche Drohne gesichtet. Gibt's das wirklich mittlerweile MSMC und so? Oder sind das Hacker? Verbündete Konterdrohne nähert sich. Ja gut, zwei Kills hintereinander ist auch schon so viel. Drohne nähert sich. Drohne Energielevel bei
Sag mal, was ist denn das? Also diese Sniper sind vollkommen overpowered. Ja, ich probiere alles. Och Mann. Ja, egal, hau ich jetzt einfach die Hellstorm aus. Ja, zum Abschluss nochmal ein akzeptables Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ich 50 Minuten von dieser Scheiße spielen werde. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Ne? Würde mich freuen. In Zukunft werde ich vielleicht ein paar Let's Plays noch machen. Und ja. Das wär's dann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.